Ich glaube, dass es ein absolutes Topspiel war, was Zweikampfführung und Duelle und Intensität betrifft. Ich glaube, dass wir von der Leistung her eine richtig gute Leistung gebracht haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir waren richtig stark in den Zweikämpfen. Wir haben eigentlich das Spiel von Salzburg sehr stark neutralisiert. Sie wollten uns schnell den Rücken anspielen mit langen Bällen und die Viererkette hat die Tiefe sehr, sehr gut gesichert und auch diese Bälle sehr gut kontrolliert. Und leider hat uns eine Aktion ein bisschen so um die Früchte der Arbeit gebracht. Eine schlechte Aktion, die auf dem Niveau natürlich nicht passieren darf. Wir haben da den Ball zu kurz weggespielt zum Tor von Dacker und sind dann dadurch auch bestraft worden mit einem Gegentor. Hatten zwei, drei, glaube ich, gute Situationen, Aktionen und Torchancen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit konnten wir diese Klarheit an Torchancen nicht mehr rausspielen. Am Ende des Tages bleibt stehen, dass wir natürlich ein Spitzenspiel verloren haben, aber dass ich der Meinung bin, dass wir leistungsmäßig sehr knapp an unserem Gegner heute dran waren und das sollte uns dann auch eine gewisse Motivation für die kommenden Duelle gegen Salzburg geben. Ja, ich glaube, der Trainer hat eigentlich alles richtig gesagt. Wir haben eine richtig gute Leistung geboten heute und ja, wir verlieren das Spiel mit einer unglücklichen Aktion und da sieht man einfach, dass auf diesem Niveau jeder Fehler bestraft wird. Ich glaube, dennoch können wir uns eigentlich nicht viel vorwerfen. Wir sind an unser Leistungsmaximum gegangen und ja, es ist halt, es bleibt bei dieser einen Aktion. Gang war, gegen den Ball aus einem 4-3-3 zu spielen, eben weil Salzburg mit vier Spielern an der letzten Linie spielt. Würden wir mit einer Dreierkette dagegen spielen, wären wir oft numerisch in einer Unterzahl. Wir haben ganz klar gewusst, dass Salzburg den ersten Ball vielleicht einen Pass spielt und dann die Bälle hinter die Kette spielt. Und mit vier Spielern konnten wir einfach diesen Rückraum sehr gut kontrollieren. Und ich finde einfach, dass unsere Viererkette das auch richtig gut gemacht hat. Und nicht nur die vier Spieler, sondern auch die Spieler, die dann am zweiten Ball nachgehen. Also wir haben dann die meisten Kopfballduelle gewonnen und dann auch die zweiten Bälle und hatten dann in der ersten Halbzeit wirklich gute Kontrolle über das Spiel und konnten dann auch Offensivaktionen spielen und uns die ein oder andere Torsituation erspielen. Also es war eine taktische Überlegung, weil wir wussten, wie Salzburg spielen will. Ja, das eine ist die Defensive. Ich glaube, dass wir gute Arbeit gegen den Ball gemacht haben, aber das andere ist auch die Offensive. Und zu Beginn der Frühjahrssaison hatten wir irgendwie so das Problem, auch eine gute Balance in unserem Offensivspiel zu finden. Wir haben viel zu viel Rückpässe gespielt, viel zu viel Rückpässe zu Alexander Schlager und haben uns da in Situationen gebracht, die nicht notwendig waren. Wir haben uns Spielsituationen auf einer gewissen Höhe des Feldes erarbeitet und haben zurückgespielt. Und ich finde, dass wir in den letzten zwei, drei Spielen eine gute Balance gefunden haben, auch zwischen Angriffe vorzubereiten und einer guten Vertikalität und dann auch in der gegnerischen Hälfte das Vertrauen zu haben, Kombinationen zu spielen. Und ich glaube, das war der Fortschritt und die Entwicklung, aber am Ende des Tages sind wir im Profifußball und haben leider dieses Spiel heute verloren. Jeder weiß, dass wir nicht der Favorit in diesem Spiel waren. Wenn wir die Transferwerte der Spieler anschauen, dann ist es ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, von Salzburg würde man aber auch nicht verlangen, die Champions League zu gewinnen, weil das könnte man in der Relation dann auch. Und von daher ist es für uns einfach wichtig, dass wir sehen, dass wir den Abstand spielerisch verkürzen, dass wir eine Mannschaft am Platz bringt, die einfach als Team extrem gut zusammenarbeitet, die extrem gut zusammenhält, die gemeinsam ja, arbeiten will und hart arbeitet und versucht, einen Gegner wie Salzburg vielleicht an den Rand einer Niederlage zu bringen. Und ich glaube, in den letzten beiden Spielen hat man gesehen, dass es vielleicht beim nächsten Mal so weit sein kann, vielleicht im Cupfinale. Aber wir sind nicht die unterlegene Mannschaft am Platz und das ist für uns einfach wichtig zu sehen. Und dann gibt es natürlich auch einmal Situationen, wo der Gegner halt unglaubliche individuelle Qualität natürlich auch hat. Wenn ich so an Bazan Daka denke, also der hat eine Situation und die verwertet er. Und das muss man dann auch anerkennen. Aber als Mannschaft, finde ich, haben wir heute sehr, sehr gut agiert. Auslosung, wie es jetzt einmal weitergeht und wie wir starten, aber
Ich glaube, im Profifußball geht es darum, jedes Spiel zu gewinnen. Und das nächste Spiel wollen wir gewinnen, egal wer da kommt. Und wir haben heute gesehen, dass es an einem guten Tag, an einem perfekten Tag möglich ist. Aber es war am Ende des Tages kein perfekter Tag, weil wir zumindest in einer Aktion nicht gut genug waren. Wir haben genau gewusst, wenn wir auf der Seite in Druck kommen, in Drucksituationen kommen, wenn der Gegner den Ball verliert und wir den Ball gewinnen, dann sind die einfach extrem stark im Gegenpressing. Und dann darf man Bälle nicht kurz wegspielen, dann muss man Bälle in den Rücken der Abwehr spielen. Das haben wir überwiegend immer gemacht oder sehr oft gemacht, aber leider in der einen Situation nicht und dafür sind wir bestraft worden. Ich glaube, dass Andres, wie du sagst, im Herbst richtig gut war und er ist einfach auch ein junger Spieler, der auch auf diesem Niveau noch nicht allzu viele Spiele gespielt hat und er macht viele Sachen gut und in der Situation hat er eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich halte extrem viel von ihm. Er ist ein hochtalentierter Spieler, der alles mitbringt für einen LASK-Verteidiger. Er hat die physische Präsenz, er hat die Größe, er hat das Kopfballspiel, er hat das Passspiel und ja, da muss man einem jungen Spieler auch einmal zugestehen, dass er in der einen oder anderen Situation auch mal einen Fehler macht. Und das machen wir auch, weil wir bei uns schon noch eine Fehlerkultur haben und es erlaubt es auch, Fehler zu machen. Aber natürlich bitter, wenn das heute dann so bestraft wird. Ja, also das ist natürlich richtig. Man braucht denke ich, klare Zielformulierungen, die wir uns auch intern geben werden. Nach außen hin. Ja, es ist immer die Frage, was nach außen dringt, aber intern haben wir natürlich auch klare Zielformulierungen und ich denke, am Anfang der Saison sind wir natürlich auch gestartet und haben auch gesagt, dass wir ja, zumindest das wiederholen wollen und müssen, was letztes Jahr erreicht worden ist. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie am Schlag seid, also 35 Pflichtspiele ist natürlich ein enormes Pensum auch bisher für die Saison. Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Man sieht ja jetzt auch so einen Grunddurchgang, so etwas Zwischenbilanz, gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit und die Zeit. Ihr habt 12 Punkte weniger wie im Vorjahr. Und wie fällt Ihr Fazit aus, auch persönlich in der ersten Saison? Es interessiert die gesamte Saison. Ja, ich denke, dass wir gut in die Meisterschaft gestartet sind, dann sehr viel Selbstvertrauen aufgebaut haben, auch durch gute Leistungen in der Euroleague. Ich denke da an das Spiel in Lissabon. Ich glaube, dass Sporting Lissabon seitdem kein Spiel mehr verloren hat und eine die absolute Top-Mannschaft in Portugal aktuell ist. Und haben auch einen guten Herbst gespielt, waren einmal Tabellenführer, hätten es dann am Ende des Tages auch sein können. Ich glaube, die Geschichte der letzten Wochen und Monate kennt man. Wir sind eher ein bisschen holpriger hineingestartet in das Frühjahr. Haben selbst versucht, unsere Balance im Spiel zu finden. Ich hatte das Gefühl, dass wir sie in den letzten zwei Wochen wieder gefunden haben. Und ja, haben uns heute an diesem Tag nicht belohnt. Haben aber gezeigt, dass wir absolut bereit sind für die Meistergruppe, dass wir es mit jedem Gegner in dieser Meistergruppe aufnehmen können, dass wir gegen jeden Gegner dominant Fußball spielen können und dass wir natürlich auch noch ein Cup-Finale haben, wo wir einen Gegner vor der Brust haben, den wir an einem guten Tage an den Rand einer Niederlage bringen können und so vielleicht auch einen der größten Erfolge der letzten Jahre schaffen können.